Der Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien. Assad besucht seine Militärkräfte. Die gesamte Welt richtet ihren Blick, wenn es um den Nahen Osten geht, in diesen Tagen auf Syrien und allenfalls noch auf den Iran. Aber was ist eigentlich mit dem Jemen? Dort brauchen 24 Millionen Einwohner, das sind ungefähr 80% der Gesamtbevölkerung, humanitäre Hilfe, um überhaupt überleben zu können. Bei mir ist heute Matthias Tretschok, der gute Bekannte von mir, Journalist und Friedensaktivist und Gründer der Webseite Stop the War in Jemen. Er hat ein besonderes Anliegen, über das wir uns heute unterhalten möchten, und zwar erstmal über die Situation im Jemen. Hallo Matthias. Hallo Norbert und vielen lieben herzlichen Dank für die erneuerte Einladung zum Interview hier bei Nuoviso TV. Es ist immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis auch für uns. Jetzt haben wir nun in den letzten Tagen gehört, dass zuletzt die Rüstungsexporte an die Kriegskoalition gegen den Jemen, also Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten und so weiter, wieder angestiegen ist. Zuletzt um 75% sind die Rüstungsexporte angestiegen. Wie ist denn nun die Lage im Jemen? Gibt es auch humanitäre Hilfe, die da ankommt, oder? Naja, erstmal ist ja erstaunlich, dass unseren sogenannten westlichen Wertegesellschaften die Ölumsätze, die Öleinkäufe wichtiger sind als das Blut der Jemeniten. Bei dem völkerrechtswidrigen Krieg, den Saudi-Arabien und seine Kriegskoalition seit 26. März 2015 gegen den Jemen führt, ein völkerrechtswidriger Krieg, es gibt kein UN-Mandat und der irgendwie diesen Krieg, diesen Angriffskrieg rechtfertigen würde. Es gibt sogar einen offenen Brief von zahlreichen Wissenschaftlern, jemenitischen Wissenschaftlern, die in den USA lehren, die diesen Krieg eindeutig als völkerrechtswidrigen Krieg, inklusive Begründung natürlich auch dazu geliefert, verurteilen, aus dem Jahr 2015. Und es gibt auch noch ein Institut aus den USA, das die Entscheidung der UN hinterleuchtet hat, warum die Vereinigten Nationen zwei Embargos gegen den Jemen ausgesprochen haben. Das eine Embargo richtet sich gegen jemenitische Politiker, die die Konten dann eingefroren haben. Und das andere richtet sich gegen ist ein Waffenembargo, worunter dann natürlich auch immer der Vorwurf gegen den Iran einzuordnen ist, der angeblich die sogenannten Houthi-Rebellen mit Waffen beliefern würde, was eben nicht der Fall ist. Um das Thema vielleicht kurz vorzugreifen, der Iran unterstützt die Houthi-Rebellen nur marginal, finanziell etwas und durch militärische Berater, die aber ausschließlich von der Hisbollah kommen, ja, die im Jemen dann militärische Beratung von dem politischen Obersten Rat des Jemen mit leisten. Gleiches gilt aber auch für die USA und für alle anderen NATO-Staaten, die Aufklärungsarbeiten leisten, die Betankung organisieren, militärische Beratung auch gegenüber den Saudi-Arabien und den beteiligten Kriegsländern, die gegen den Jemen ebenfalls völkerrechtswidrig im Einsatz sind, leisten. Ja, wie sieht die Situation im Jemen aus? Wenn wir unsere sogenannten Regierungsmedien uns anschauen, wird da immer mal so punktuell darüber berichtet. Ganz speziell war jetzt vor Anfang dieses Monats das Thema mit Aramco, wo Jemens Houthi-Rebellen drei Ölraffinerien in Saudi-Arabien mit Drohnen oder mit Geschossen getroffen haben, wobei eben es rein spekulativ ist momentan, ist, wer genau hinter dem Angriff steckt. Die Houthi-Rebellen haben sich dazu bekannt, das muss man einfach erstmal so akzeptieren und hinnehmen. Sie haben auch die Möglichkeiten, die waffentechnischen Möglichkeiten dazu, solche Angriffe durchzuführen. Das haben sie die letzten Monate schon mehrfach bewiesen, als sie auch den Flughafen von Riad mit Drohnen getroffen haben. Dort gab es Sachschaden am Flughafen, zivile Opfer, war ein Verletzter. Währenddessen, wenn wir uns eben die zivilen Opfer
anschauen in den letzten 5 Jahren, den Saudi-Arabien und die beteiligten Kriegsländer, unter anderem mit Bomben von Rheinmetall, mit deutscher Waffentechnik angerichtet haben. Das geht in die Zehntausende, 60.000, 70.000 Menschen sind da im Gespräch, wobei das nur eine Dunkelziffer sein wird, mit Sicherheit, ist das natürlich eine ganz andere Größenordnung. So wie du im Intro gesagt hast, 22 bis 24 Millionen Menschen sind weltweit sind im Jemen von humanitärer Hilfsleistungen durch die UN abhängig. Das Volk hat ganze 27, 28 Millionen Einwohner insgesamt. 9 Millionen, 10 Millionen stehen vor dem akuten Hungertod, wenn also nicht in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen die EU, die UN Hilfslieferungen durchsetzen kann, werden in den nächsten Monaten Millionen von Menschen am Hunger sterben. Alle 10 Minuten stirbt ein Kind unter 5 Jahren an vermeidbaren Umständen. Das heißt also aufgrund von Ernährungsmangel, aufgrund von vorhandenem sauberen Wasser. Frauen, Mütter, junge Mütter, in einem muslimischen Land, ja, muss man sich vorstellen, Frauen, junge Mütter prostituieren sich, um irgendwie an Nahrungsmittel ranzukommen. Frauen müssen entscheiden von ihrer Anzahl der Kinder her, was sind die körperlich kräftigsten Kinder und welchen Kind, das so, schon so schwach ist, muss ich eben aufgeben. Das sind Entscheidungen, die tagtäglich Mütter im Jemen zu treffen haben. Also, wer letztendlich von den eigenen Kindern überlebt oder eben nicht. Also welchem Kind gebe ich jetzt das bisschen Essen? Da weiß ich, das überlebt, anstatt ich gebe es dem Schwächeren, von dem ich weiß, dass es sowieso nicht überlebt oder weniger Chancen hat zu überleben. Ja. So ist es. Und die jungen Mütter haben selbst aufgrund der Mangelernährung keine Milch zu bieten für die Kinder. Die UN sagt, es ist die schlimmste humanitäre Krise oder Katastrophe seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und wer die Bilder, die Flüchtlingsströme von 12 Millionen Deutschen in etwa alleine nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus dem Osten nach Deutschland noch in Erinnerung hat, weiß in etwa, was das bedeutet. Und wer selbst Krankheiten erlebt hat und sich vielleicht vorstellen kann, was das für Prozesse sind, wenn jemand verhungert, wie nach und nach das eine innere Organ aufgibt zu funktionieren, was da für Schmerzen dahinter sind, wenn man verhungert, wie man sich krümmt, was einen den Verstand raubt, bis man letztendlich den letzten Atemzug hinterlassen hat. Wir haben ja vor einigen Monaten dieses 7-jährige Mädchen, was die Welt verfolgt hat und empört hat. Heute spricht niemand mehr darüber. Heute berichtet man in Bundespressekonferenzen darüber oder befragt die Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, warum sie denn Waffen wieder an die Vereinigten Arabischen Emirate liefert, obwohl die ja ebenfalls einer der Hauptkriegsgegner oder Halbkriegsakteure gegen den Jemen-völkerrechtswidrigen Krieg im Jemen sind. Ja. Wie ist dann die Antwort der Bundesregierung? Die Antwort der Bundesregierung ist, dass sie angeblich nicht weiß, wer alles genau zu den beteiligten Kriegsländern sind, obwohl das durch uns mittlerweile seit gut 1,5, 2 Jahren offen gedeckt ist, hinterfragt wurde, recherchiert wurde und auch in offenen Briefen bzw. in Briefen an alle Fraktionen, Bundestagsfraktionen mitgeteilt wurde, ist die Bundesregierung heute immer noch oder stellt sich heute immer noch nach dem Motto, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Das beste Beispiel war vor wenigen Tagen die Bundespressekonferenz, wo hinterfragt wurde, warum Deutschland an die Vereinigten Arabischen Emirate Waffen liefert. Die Begründung ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate zum einem der Stabilitätsanker im nahen Mittleren Osten mitgehören. Und dazu muss man einfach wissen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate vor allen Dingen den Süden völkerrechtswidrig besetzen, die Insel Sokrotra mit ihren Bodenschätzen, mit ihren Kulturgütern ausrauben, schlichtweg ausrauben, muss man dazu sagen. Und dass sie weltweit
Söldner angeheuert hat, die sie für $5,000 im Monat bezahlen, damit die dann als Bodentruppen im Südjemen mit separatistischen Kräften, die also die Teilung des Jemens von Nord- und Südjemen wieder herbeiführen wollen, den Südjemen für die Vereinigten Arabischen Emirate zum 8. Kalifat zu machen. Und wir müssen auch dazu wissen, dass es mehrere Berichte auch bei den UN gibt, Beschwerden gibt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate geheime Foltergefängnisse mit den USA gemeinsam unterhält, was natürlich gegen jede Norm des Völkerrechts und der Menschenrechte widerspricht. Aber es ist eben ein Stabilitätsfaktor in der Golfregion da unten. Ja, also wie Saudi-Arabien ist ja auch ein Stabilitätsanker. Ein Kopfab-Regime. Ne? Ja, unbedingt. Ich habe eine Begründung gehört des Regierungssprechers Steffen Seibert, der gesagt hat, die Bundesregierung entscheidet bei den Rüstungsexporten grundsätzlich, also gemäß des Rechtes also der Vorschriften nicht an Kriegsparteien zu schicken oder die an Kriegen involviert sind, als auch im Hinblick auf außenpolitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Genau. Also die spielen so ungefähr zu 50% eine Rolle. Also das bedeutet, dass dann eben das Vorhaben, nicht an kriegstreibende Nationen zu exportieren, auch nur noch 50 wert ist. Also 50-50, mal exportieren sie, mal nicht. Ne? Und eben in den anderen Teil der Fälle überwiegen dann eben die Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Knapp 30 Millionen Jemeniten sind offensichtlich zu viel für die deutsche Bundesregierung. So muss man den Eindruck haben. Wie ist denn, ja, gibt es denn keine mediale Aufmerksamkeit, keine Aufklärung in den Mainstream-Medien, die darauf hinarbeitet, außer jetzt vielleicht mal eine Sonntagsherrenrunde auf Phoenix? Also diese Sonntagsherrenrunde auf Phoenix gibt es nicht, sondern es gab jetzt vor einigen Wochen zusammen mit Jürgen Hart, das ist der außenpolitische Sprecher von der CDU, und gemeinsam mit Dr. Michael Lüthers, wo die Situation im Nahen Osten tiefer beleuchtet haben. Und wenn man den Ausführungen von Jürgen Hart verfolgt, dann ist das ein Beispiel dafür, wie verzerrend und verlogen Politik den Konflikt, den Krieg, den völkerrechtswidrigen Krieg im Jemen betrachtet. Dr. Michael Lüthers hat da auch Protest eingelegt, noch am Ende, am Schluss der Sendung. Und Phoenix hatte versprochen, das Thema noch mal neu aufzunehmen, deutlicher zu hinterfragen. Von unserer Seite aus gab es einen Protestbrief an Jürgen Hart, auf jeden Fall an die Redaktion von Phoenix. Bis heute ist keine dieser Sendungen irgendwie nachgeschoben worden. Und das ist einfach bezeichnend dafür, für unsere Regierungsmedien, wie verzerrend und durch Weglassen von ganz wichtigen Informationen der Öffentlichkeit ein ganz falsches und Bild dargestellt wird, was der Realität überhaupt nicht entspricht. Ja? Also ein Beispiel in unseren Fernsehen BRD1 und BRD2 wird immer davon berichtet oder die Formulierung getroffen, dass eine internationale Staatengemeinschaft die Regierung von Mansour Hadi eben unterstützen würde, dem Präsidenten des Jemen. Weggelassen wird eben in diesen Medien, in diesen Qualitätsmedien, dass Hadi seine offizielle Amtszeit als Präsident durch das Volk legitimiert. Ganze 2 Jahre ging, und zwar einmal von Februar 2012 bis Februar 2014. Dann würde seine legitime Amtszeit noch einmal um ein Jahr verlängert. Und dann ist er im Februar, am 28. Februar, glaube ich, war das ein Artikel in der Welt, also in deutschen Medien war das dann sogar mal aufgegriffen, dass er als Regierungschef sein Amt niedergelegt hat und auch die Regierung aufgelöst hat. Und seit Februar 2015 ist der Jemen sozusagen ohne Präsident. Es gibt also keine Regierung, also keine durchs Volk legitimierte Regierung. Warum ist der zurückgetreten? Aus freien Stücken? Ist er gezwungen worden? Gab es einen Grund, einen bestimmten?
Na, wie gesagt, wir hatten bis 2012 als Präsidenten Saleh, der hat 34 Jahre lang den Jemen regiert, in beiden Epochen, also als der Jemen noch zwei unterschiedliche Staaten waren, die Sozialistische Republik Jemen und die Nordrepublik Jemen, die waren bis 1990 getrennt, dann gab es eine Vereinigung dieser beiden Staaten zur Republik Jemen. In dieser Zeit war er auch Präsident. In diesen 34 Jahren hat der Jemen sich wirtschaftlich, sozial nicht weiter entwickelt. Viel, sehr viel Korruption. Saleh selber hat etwa 60 Milliarden US-Dollar beiseite geschafft. Hohe Arbeitslosigkeit, Korruption, sehr viel Armut. Und das äußerte sich dann letztendlich im Februar 2011 mit Beginn des arabischen Frühlings, der dann auch den Jemen erreicht hatte. Dann kam es zu Neuwahlen, weil Präsident Saleh gestürzt wurde durch die ganzen Massendemonstrationen. Und es kam zu legitimieren, zu demokratischen Wahlen. Zur Wahl stand ein Kandidat, das war sein Stellvertreter Mansour Hadi. Der wurde auf 2 Jahre Amtszeit gewählt. In dieser Zeit sollte er eine neue Verfassung fertigen oder ausarbeiten. Er sollte Reformen einleiten. Das hat er alles nicht gemacht. Die Beteiligung politischer Parteien wurde trotz kurzfristiger Einigung aber dann wieder ausgeschlossen, sodass es zu neuen Konflikten, zu neuen Aufständen, zu bewaffneten Übergriffen gab, sodass Präsident Hadi dann letztendlich auch im März 2015 erst nach Aden und dann von dort aus nach Riad geflohen ist. Und im Nachhinein am 26. März begann dann also in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag Saudi-Arabien gemeinsam mit der Luftwaffe des Sudan und Marokko Sana'a zu bombardieren. Das ist also der offizielle Beginn des Jemenkrieges, des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Aber warum ist er zurückgetreten? Seine Amtszeit ist begrenzt. Also ist seine legitimierte Amtszeit. Er ist völlig regulär zurückgetreten, ja? Und es nimmt niemand zur Kenntnis. Also nicht unsere westliche Wertegesellschaft. Okay. Es gibt also sozusagen ein Machtvakuum. Ja. Ne? Das, jetzt kämpft man, wer das Sagen hat. Und Herr Hadi wird vom Westen unterstützt und weiterhin als der Präsident bezeichnet. Ja, genau. Okay. Na gut. Also bei uns in Deutschland wird der Herr Bundespräsident, wenn er aus dem Amt geschieden ist, auch danach noch als Herr Bundespräsident angesprochen. Aber alle wissen wenigstens, er ist nicht mehr der Bundespräsident. Wobei er nichts zu sagen hat. Ne? Genau, und er hat ja außerdem nichts zu melden. Ne? Das sind wirklich abenteuerliche Verhältnisse. Ja, wir haben uns unterhalten vor nicht langer Zeit mit einem Flüchtling aus dem Jemen, aus Sana'a, der gesagt hat, er ruft regelmäßig an, bei seiner Familie im Jemen, die noch da ist. Sein Bruder hat er bereits verloren im Krieg. Und die Versorgungslage ist so schlimm. Du hattest vorhin diesen Prozess des Verhungerns beschrieben. Nach und nach steigen die Organe aus. Dass seine Tante also ein teilweise Nierenversagen hatte, ja, und zur Dialyse gemusst hätte, was aber nur eine Woche lang möglich war. Und danach waren eben die medizinischen Voraussetzungen nicht mehr dieselben, sodass sie dann eine Woche darauf einfach verstorben ist. Sein Bruder auf der Straße von Bombensplittern getroffen, eine Woche im Krankenhaus gelegen, gestorben. Warum? Operieren kann man da niemanden. Die Ärzte sind völlig überfordert. Wenn sie da sind, haben sie keine Mittel, keine Medikamente und so weiter. Das heißt, die Ärzte binden dann demjenigen, der einen Splitter im Gehirn hat, einfach eine Binde drum und legen ihn irgendwo ab und hoffen, dass er sich irgendwie erholt. Denn auch Röntgengeräte und MRT und so weiter kann man ja nur dann einsetzen, wenn man zum Beispiel Strom hat. Aber wenn eben das Elektrizitätswerk bombardiert wurde, dann ist auch dieser nicht zu haben. Also es ist eine ganz prekäre Situation, in der man da lebt. Warum können die da nicht einfach alle abhauen von dort? Das ist eine gute Frage. Rouhani, der iranische Präsident, hat vor kurzem eine Antwort darauf gegeben, wenn die
Wertegemeinschaft, die westliche Wertegemeinschaft, insbesondere Deutschland, Frieden im Jemen will, dann müssen sie aufhören, Saudi-Arabien und die Länder der saudischen Kriegskoalition aufhören, mit Waffen zu beliefern. Das ist der einfachste Weg, Frieden im Jemen zu schaffen, diesen Krieg zu beenden. Und das liegt eindeutig allein an den Staaten der USA, an den wichtigsten NATO-Staaten wie Frankreich, Großbritannien, die innerhalb der NATO auch die meisten Rüstungsexporte an Saudi-Arabien und befreundete Länder liefern, entgegen ihren eigenen nationalen Rechtsnormen, genauso wie Deutschland auch. Aber es gehört ja eben auch Kanada mit dazu, es gehört Schweden, Finnland, also so viele Staaten, die diese saudische Kriegskoalition mit Waffen und Equipment, mit Beratung, Geheimdienstinformationen etc. unterstützen, als hätte sich die ganze westliche Wertegesellschaft gegen dieses kleine Land Jemen verschworen. Man muss dazu einfach wissen, dass die Houthi-Rebellen oder die Jemeniten, die sich dagegen eben wenden, dagegen wehren und die bewaffnete Verteidigung ihres Landes vorantreiben und unterhalten einfach auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker, was ihnen laut Vereinten Nationen genauso zusteht wie jedem anderen Land auch, einfach nur wahrnehmen. Warum unterstützt der Westen den Hadi? Ich meine, was hat denn der Jemen, was der Westen sich nicht in Syrien holen kann oder im Iran? Warum gegen den Jemen? Was ist denn dort? Haben die Diamanten oder liegen da Goldketten vergraben oder Pharaonengräber oder was? Ja, also wenn wir uns mal anschauen, was so die Ursachen von den Kriegen in den letzten Jahren sind, die insbesondere die westliche Wertegesellschaft führt, dann ist das Thema Machteinfluss, ja? Also Marionettenregierungen zu errichten, die also die Interessen der NATO-Staaten, insbesondere der USA, durchsetzen können. Es ist der Zugriff auf endliche Ressourcen, ob das Gold, Diamanten, seltene Erden, Gas, Erdöl ist in diesen Ländern, um die dann gnadenlos ausbeuten zu können. Und es ist die Sicherung von Transportwegen. Ja? Also es macht ja wenig Sinn, seltene Erden oder natürliche Ressourcen zu fördern. Und wenn man sie dann nicht abtransportieren kann, dass sie Ziel A oder B von A nach B kommt. Ja? Und da haben wir eben den Jemen genauso wie den Iran an zwei weltpolitischen Schlüsselknotenpunkten. Wir haben den Iran mit der Straße von Hormuz, wo im Persischen Golf dann in das Arabische Meer die Ölfördermengen von Saudi-Arabien, Katar und Vereinigte Arabische Emirate und so weiter, Bahrain, durchgeliefert werden, also mit Schiffen durchtransportiert werden. Das ist die Meerenge von Hormuz. Dort gehen etwa 40% der gesamten Ölproduktion weltweit durch. Und wenn Iran jetzt sagt, wir machen die Straße, die Meerenge von Hormuz zu, das sind ja nur ein paar Kilometer, dann stehen 800, 900 Militärbasen der US-Amerikaner weltweit, haben da ein riesengroßes Problem. Und wenn man dann noch ein bisschen um den Oman und den Jemen an Aden vorbei fährt mit den großen Öltankern, dann kommt man durch die Meerenge von Bab el-Mandeb. Die ist auch nur wenige Kilometer breit, also sehr militärisch sehr gut absicherbar oder auch schließbar, dass dort nichts anderes mehr durchkommt. Und wenn man dann durch die Meerenge Bab el-Mandeb kommt man dann durch das Rote Meer in den Suezkanal rein und dann eben nach Europa. Wenn diese Meerenge zu ist, müsste man also durch das Horn von Afrika Kap Horn rum. Das sind roundabout 7.200 Kilometer längere Schiffsweg für die Schiffe und natürlich 2, 3, 4 Wochen Lieferzeit, Verlängerung. Und wenn man da also eine Regierung hat, vielleicht die zukünftig unter Führung von Houthi-Rebellen und anderen politischen Parteien im Jemen, die dann nicht US-freundlich sind oder nicht Saudi-Arabien-freundlich sind, dann wären die Transportwege oder die Zollgebühren für die Schiffe dann natürlich extrem teuer. Und das will natürlich, es widerspricht den Interessen der westlichen Wertegesellschaft. Man sollte vielleicht an der Stelle dazu sagen, dass das US-Pentagon weltweit der größte Kunde ist für Erdöl und Erdölprodukte.
die als Antriebsstoff gebraucht werden für Panzerflugzeuge, gepanzerte Fahrzeuge und so weiter und so fort. Die sind sozusagen die Nummer eins, ja, die als allererstes Probleme kriegen, wenn das Erdöl nicht so reinkommt, wie es sonst immer fließt. So ist es. Allein das US-Militär verbraucht mehr CO2 als 140 Staaten, die folgen. Und es gibt einen... Verursacht mehr, also. Ja, genau. Ja. Ja. Und es gibt einen spannenden Artikel von Rainer Braun, Mitbegründer der Kampagne Stoppt Airbase Rammstein, keinen Drohnenkrieg, auf Nachdenkseiten vor ein paar Tagen veröffentlicht. Und er hat dann ein paar aktuelle Zahlen auch beigetragen. 350.000 Tonnen Barrel Öl verbraucht das US-Militär allein an einem Tag. Das muss man sich vorstellen, gigantische Mengen. Und wenn heute eben unter anderem auch so ein Top-Thema die Klimadebatte, ja, wenn heute Deutschland Kopf steht wegen dem kleinen netten Mädchen und der Klimadebatte, dann muss man einfach wissen, dass die Pariser Verträge, wo also das Klimaschutzprogramm beschlossen wurde, von vornherein ausgeschlossen wurde, in der CO2-Bemessung das Militär und Krieg draußen vorzunehmen. Da braucht man gar nicht lange nachzudenken, um das zu begreifen. Kriege und Rüstung und Militär, das ist der Klimakiller Nummer eins heute. Und wer den von vornherein rausnimmt, diese Punkte, der führt eine Klimadebatte, die man so gar nicht ernst nehmen kann. Ja gut, ein bisschen verlogen ist es schon. Allein auf massiv diese, verlogen, ja. Also diese Panzer sind... Ich meine, jeder, der mal neben einem Panzer gestanden hat, während der Motor läuft, hat ungefähr eine Vorstellung davon, wie groß da die Zylinder sind. Der Diesel fließt jetzt demnächst übrigens hier bei uns in Leipzig ganz brandneu. Okay. Gibt es das Rüstungsvorhaben am Leipziger Flughafen, Leipzig-Halle. War ja bisher nur zivil das größte Luftfrachtzentrum Deutschlands. Jetzt wird es demnächst auch noch beherbergen, eine Flottenzentrale zur Verwaltung einer riesigen Flotte von wiederum riesigen neuen Kampfhubschraubern, deren Vorteil darin besteht, dass sie noch mehr Panzer auf einmal transportieren können und so weiter und so fort. Da fragt auch keiner, wie viel CO2 verursachen die eigentlich. Was ist denn mit dieser sogenannten Flugscham, von der sie alle reden? Ne? Weil du gerade bei dem Thema bist, Leipzig und was das natürlich auch, Deutschland ist ja Drehpunkt für die NATO-Aufrüstung und Militarisierung letztendlich geworden seit den 90er Jahren. Wir haben ja das aktuell wieder das brandheiße Thema Atlantic Reserve, wo also von den USA in den USA stationierte Militäreinheiten inklusive im ganzen Equipment über den Atlantik geschippert werden, durch ganz Westeuropa transportiert werden. US-Militärtransporte durch Ostdeutschland gehen und durch die neuen Bundesländer, was früher mal Warschauer Paktstaaten waren, bis an russische Grenze, stehen NATO-Truppen. Dank von der Leyen, Ursula von der Leyen, unser Kriegsminister, hat sich Deutschland zur NATO-Speerspitze gegen Russland erklärt. Und das alle 9 Monate lang und seit April 2014. Ja, was das an CO2 verbraucht, was das an natürlichen Ressourcen verbraucht, was von dem einen Ende zum anderen Ende des Globus da an Militärtechnik transportiert wird, das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn dann heute sämtliche Parteien von den Bürgern Verzicht verlangen, vielleicht den einen oder anderen Tag mal weniger Auto fahren oder das Auto stehen zu lassen oder weniger Fleisch zu essen, also diese ganzen Einsparungen, die kann die Menschheit gar nicht kompensieren, was allein das Militär und dazu die ganzen Kriege, 222 Konflikte weltweit, über 20 Kriege, heftige, heiße Kriege, die wir weltweit auf der Welt verzeichnen dürfen. Das ist unvorstellbar. Das kann man nicht kompensieren, indem man privat ein bisschen einspart eben halt. Ne? Also die USA, lese ich in der Agence France-Presse vom 11. Oktober, hat jetzt noch mal 3.000 zusätzliche Soldaten im Königreich Saudi-Arabien stationiert, wo ja schon 5.000 stehen. Ne? Jetzt kommen noch mal 3.000 dazu. Ja.
Man muss ja jetzt dazu wissen, die setzen die nicht einfach bloß in ein Flugzeug oder in Flugzeuge und schippern die dahin, sondern die bringen ja ihre Ausrüstung mit, da kommen ganze Besatzungswohncontainer, alles mögliche Befestigungsmaterial, was dafür verwendet wird, ja, um das Camp, in dem sie dort untergebracht sind, auf sichere Weise zu erweitern. Also die ganzen riesigen Kästen mit Kieselsteinen, die da als Schutz vor Munition, also Splitter, Granatsplitter und so weiter, Granatschutz, weiter da rundherum stehen, das muss alles dahin transportiert werden. Übrigens alles via Rammstein. Ne? Ja. Dann brauchen die da auch immens Klimaanlagen, die da die rund um die Uhr laufen. Also ich will gar nicht wissen, was da an Energie verbraucht wird und auch an Zusatz Versorgungseinrichtungen gebraucht wird, weil fast eine Verdoppelung der Soldatenzahl, die schon da ist, das ist eine unglaubliche Hausnummer. Ja. Frau von der Leyen hat ja, Frau Kampfknarrenbauer hat ja jetzt vor kurzem den wahnwitzigen Vorschlag unterbreitet, Deutschland möge doch da mal eben 3000 Soldaten nach Nordsyrien verlegen. Die gesamte Bundeswehr weiß, das ist überhaupt nicht technisch, also das ist vollkommen außerhalb unserer Kapazitäten, sowas zu machen. In so einer Situation gewinnt man einen Eindruck davon, welche Anstrengung das für die USA ist, die das offenbar spielend aus dem Ärmel schlagen, da die Soldaten hinzubringen. Man fragt sich, wie viel besser könnte es den Jemeniten gehen, wenn nur ein ganz winziger Bruchteil von dem, was da an Finanzen und an Ressourcen verbraucht wird, an die Bevölkerung da gehen würde. Ich muss noch mal zurückkommen auf meine Frage. Warum hauen die Jemeniten nicht einfach alle ab? Ja, das ist eine gute Frage. Es gelingt ja Einzelnen auf Fischerbooten, vielleicht in Richtung Indien, Sri Lanka, durchzukommen, aber das sind an einer Hand abzählbare Einzelfälle. Ansonsten werden alles, was sich mit Kuttern oder kleinen Schiffen oder Fischerboote, wird ja durch die saudische Luftwaffe gleich zerstört. Ne? Wir haben ja seit... Wir haben ja auch noch kaum Boote, ne? Einmal das, genau. Fisch ist in den Küstengebieten traditionell eins der Haupternährungsmittel überhaupt gewesen. Und wenn natürlich die Fischerboote dann bombardiert werden oder aufgebracht werden, wo dann die Fische auch verhaftet werden, eingekerkert werden, dann fehlt natürlich der Fischfang als Ernährungsquelle den Familien. Wir haben ja um den Jemen herum zu Luft, zu Wasser und zu Land eine Totalblockade seit Jahren. Das kann man als das größte Konzentrationslager der Welt mittlerweile bezeichnen, wo dort keine Hilfsmittel so richtig reingelangen, trotz UN-Bemühungen letzten Endes im Dezember letzten Jahres wurde ja vereinbart, die Hafenstadt Hodeida zu entmilitarisieren, also dass sich auch die Houthi-Kämpfer zurückziehen, genauso wie die saudische Kriegskoalition sich verpflichtet, Hodeida dann nicht mehr anzugreifen, nicht mehr zu bombardieren etc. Und dass durch die UN-kontrollierte Hilfsgüter in Hodeida gelandet werden, damit genügend Hilfsmaterial wie medizinische Geräte, wie Medikamente, Wasser, Treibstoffe, die und Lebensmittel und alles, was es eben zum Überleben braucht, dort angelandet werden kann und in die Bevölkerung geliefert werden kann, also in die Provinzen, die von den Houthi-Rebellen kontrolliert werden. Und das stört nach wie vor die saudische Kriegskoalition. Selbst genehmigte Lieferschiffe werden nicht durchgelassen. Dadurch, dass kein Öl reingebracht werden kann, entsteht ein Ölmangel, sodass das, was überhaupt noch übrig ist an Schulen, Krankenhäusern, an Elektrizitätswerken, an Kommunikationsstationen etc. nicht betrieben werden können. Die komplette Infrastruktur ist also außer Kraft gesetzt worden. Die Leute leben dadurch nur von der Hand in den Mund. Die Preise, Schwarzmarktpreise, die schießen in die Höhe.
Die Hadi-Regierung hat verfügt, dass die Zentralbank von Sanaa nach Aden verlegt wird. Dadurch werden also Zinsspekulationen ins Leben gerufen, die die einfachen Menschen überhaupt nicht mehr tragen können. Sie können Benzin nicht mehr kaufen, weil es viel zu teuer geworden ist. Sie können normal verfügbare Lebensmittel nicht mehr kaufen. Millionen von Beamten haben seit mehr als 2 Jahren keine Gehälter bekommen, sodass also auch finanziell, monetär den Familien die Existenzgrundlage von den Menschen entzogen wird, die eigentlich noch Arbeit haben. Und die Korruption grassiert, nehme ich an. Die Korruption ohne Ende. Ja, also eine unfassbar dramatische Situation lag. Wir haben eben kein sauberes Wasser, also wenig, wo sich die Leute auch waschen können, also Hygiene, ganz normale Hygiene betreiben können. Sauberes Trinkwasser fehlt en masse. Wir haben den Ausbruch einer erneuten tausendfachen Epidemie der Cholera. Die Diphtherie ist wieder im Kommen. Das ist ein systematisches Aussterben lassen, Aushungern lassen eines ganzen Volkes. 22 Millionen, 24 Millionen in etwa sind von humanitärer Hilfe abhängig. Das ist nach Definition sind das Kriegsverbrechen. Nach UN-Völkerrechtscharta sind das Kriegsverbrechen. Und selbst wer also an beteiligte Kriegsparteien Waffen liefert, die also den Krieg danach verlängern oder verstärken, ist das Beihilfe zum Völkermord, Beihilfe zu Kriegsverbrechen. Und da wir ja hier in Leipzig sind, in Deutschland sind, ist das natürlich auch unserer Bundesregierung mit anzulasten, die seit 2009 insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro an Rüstungsgütern, an Panzern, Flugzeugen und so weiter an die jemenitischen Regierungen hat liefern lassen. Bis, vor ein paar Monaten, wo sie entsprechend ihres eigenen Koalitionsvertrages vom Februar 2018, wo sie sich ja SPD, CDU, CSU verpflichtet haben, keine Rüstungsgüter mehr an Saudi-Arabien und beteiligten Kriegsländer zu liefern, solange die also in dem Jemen-Krieg involviert sind. Also wir haben vorhin gehört, du hattest erzählt, nochmal zur Lage jetzt für die Menschen direkt vor Ort, gibt einem ja zu denken, in einem muslimischen Land prostituieren sich junge Frauen und müssen sogar dann noch entscheiden, welches von ihren Kindern sie durchbringen, von dem wenigen, was sie damit verdienen, und welches sie auf gut Deutsch sterben lassen, weil es nicht für alle reicht. Es gibt keine Schulen, also es geht kein Kind in die Schule, weil wer geht schon in die Schule, wenn Krieg ist? Ja. Wir haben uns mit einem Flüchtling unterhalten, unlängst, der uns erzählt hat, er ruft zu Hause an und das Einzige, was sie sozusagen machen, ist, sich drüber zu unterhalten, lebt der noch? Ja, der lebt noch. Ist er noch ganz? Nein, der hat ein Bein, fehlt, aber er lebt noch. Ja, okay. So im Hintergrund hört man Raketen einschlagen, Maschinengewehrgeknatter. Eine unglaubliche emotionale Belastung muss das sein für jeden, nicht nur dort, sondern auch für jeden Verwandten, der von hier aus da anruft. Kann man denn die Aktivitäten der Kriegskoalition gegen den Jemen nicht als Genozid bezeichnen? Unbedingt. Unbedingt. Warum macht das keiner? Das ist eine gute Frage. Die können nur die Regierung der EU-Länder beantworten, USA, Australien, Kanada etc., die immer wieder ihre Öleinkäufe über das Blut des jemenitischen Volkes stellen. 2 Millionen Kinder können nicht zur Schule gehen, weil die Wege kaputt gebombt worden sind, die Schulen sind kaputt gebombt. 80% der gesamten Bevölkerung können nur überleben, wenn sie humanitäre Hilfe erhalten. Ja. Das heißt, ansonsten sterben sie. Da ist doch klar, glasklar ein Genozid im Gange. Was sagt denn die UNO dazu? Ja, genau. Also die UNO, da muss man sich wundern mitunter. Also es sind ja schon einige UNO-Friedensprozesse gescheitert und der vor einigen Monaten neu ins Amt eingesetzte Jemen-Beauftragte der UN, Martin Griffiths,
hat es immerhin geschafft, die Kriegsparteien und die Houthi-Rebellen an einen Tisch zu bekommen. Es hat also schon mehrere Versuche von Verhandlungen gegeben. Viele davon sind gescheitert, weil Saudi-Arabien unter anderem auch es geschafft hat, die Anreise der Houthi-Delegation nach Genf zu stoppen, zu boykottieren, dass die also gar nicht anreisen konnten zu den Verhandlungen. Mittlerweile wurden Vereinbarungen getroffen, das war also im Dezember 2018 mit dem regionalen Friedensvertrag um Hodeida, wo unter anderem auch festgeschrieben worden ist, dass also nicht dass Saudi-Arabien eine Kriegskoalition nicht bombardiert. Da wird sich bis heute nicht dran gehalten. Saudi-Arabien bombardiert jeden Tag. Im Schnitt sind das 1000 Granaten pro Tag und 45, 50 Bombardements je von Monat zu Monat. Ist das ein bisschen unterschiedlich, aber das Morden und das Töten von unschuldigen Zivilisten und das Zerstören von 1000 Jahre alten Kulturstätten geht nach wie vor weiter. Das Zerstören der gesamten Infrastruktur geht weiter. Wir haben innerhalb des Jemen 2 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Aus Ländern aus Nordafrika oder Ostafrika, wo es noch schlimmer ist, vielleicht von den Zuständen, kommen noch als Flüchtlinge mit kleinen Booten über das Golf von Aden, über Djibouti aus in den Jemen hinein, rüber in der Hoffnung, dass es dort besser ist und bekommt das große Erwachen. Und die Houthi-Rebellen, die sind natürlich dann auch bemüht, nicht nur den eigenen Jemeniten zu helfen, sondern allen, die irgendwie von Hunger und von Krankheiten etc. betroffen sind. Ist gar nicht so einfach, ne? Ich lese mal ganz kurze statistische Zahlen vor. Die werden uns regelmäßig geschickt von einer Menschenrechtsorganisation, die da tätig ist. Da hatten wir also allein im Monat August 2019 25 zerstörte Trinkwassertanks oder Leitungen, 58 Ackerflächen. Wir wissen, da wächst ohnehin so gut wie nichts, ne? Und die Ackerflächen, die es noch gibt, sind besonders wertvoll. 58 unbrauchbar gemacht. Kommerzielle Einrichtungen, also das sind alle Arten, wo Gegenstände verkauft werden, auch Basare und so weiter. 113 zerstört. Geflügel- und Viehfarmen, 3 Stück. 49 Stück Nutzvieh, 6 Lebensmittel-LKWs, 13 Lebensmittellager, 2 Flughäfen. Der Flughafen in Sana'a ist ja sowieso gesperrt für die Nordjemeniten. Welche Auswirkungen hat denn das? Naja, also der Flughafen Sana'a wird hier mehrfach bombardiert. Und er ist für Inlandsflüge und für alles, was Jemeniten etc. betrifft, nicht zugänglich. Dort gehen also keine Flüge ab, die also Jemeniten, die erkrankt sind, die dringend auf medizinische Hilfeleistung angewiesen sind, die nur im Ausland stattfinden kann, also was Operationen sind, lebenswichtige Operationen, was lebenswichtige Genesungsprozesse betrifft, ist dort nicht möglich. Und aufgrund dessen, dass seit Monaten und Jahren der Flughafen von Sana'a durch Saudi-Arabien kontrolliert wird und letztendlich geschlossen ist, sind bis zu 60.000, sagt man, unschuldige Zivilisten gestorben, weil die eben nicht medizinisch im Ausland behandelt werden konnten. Das ist die Folge davon. Und für diese Blockade zu Luft werden unter anderem in Deutschland produzierte Tornado-Kampfjets eingesetzt durch die saudische Luftwaffe. Offiziere, Flugführer, die durch Deutschland unter anderem auch ausgebildet worden sind. Es sind Eurofighter, das EU-Friedensprojekt hergestellt, werden dort, damit wird eben bombardiert mit allen möglichen Waffen, die die Kriegsparteien einsetzen mit Bodentruppen, G36, MP05, Panzertechnik in Teilen, Artillerie, Rheinmetallbomben. Das wird alles, also auch aus deutscher Produktion, für diesen Krieg, für diesen völkerrechtswidrigen Krieg dort eingesetzt. So, ich suche jetzt mal diese Meldung zu den Rüstungsexporten. Ganz taufrisch.
vom 16. Oktober. Frau Merkel stimmt, Merkel sagt, die SPD hat einer Einigung mit Frankreich zugestimmt. Da ging es um Absichtserklärungen zu der Frage, ob jetzt Deutschland die Lieferung von Rüstungsgütern, also die gemeinschaftlich hergestellt wurden von verschiedenen europäischen Nationen, ob sie diese Rüstungsgüterexporte verhindern möchten oder können oder nicht. Bisher war es so, dass man gesagt hat in Deutschland, sobald da deutsche Technik drinsteckt und das heißt, wir exportieren keine deutsche Technik, werden wir auch keinen Rüstungsexport mittragen, wo auch nur eine Schraube drin ist, die bei uns hergestellt wurde. Jetzt gibt es eine Lockerung dieser, das ist ja überhaupt so eine tolle Redewendung, wir müssen eine gemeinsame europäische Position finden, ne? Wir müssen eine gemeinsame Stimme als Europa haben. In diesem Sinne führt das jetzt dazu, dass es eine Grenze gibt von 20% von Bauteilen, die aus Deutschland stammen, ja. Und wenn diese Grenze überschritten wird, dann darf man irgendwie dürfte Deutschland dann sagen, nein, das tragen wir nicht mit, diesen Rüstungsexport. Es gibt allerdings eben auch noch ältere Vereinbarungen innerhalb der EU, die da lauten, dass prinzipiell kein Land in der EU den Export von Teilen oder den Export oder Verkauf von Lizenzen zur Herstellung von Teilen ins Ausland irgendwie behindert, den Verkauf, wenn andere EU-Staaten den initiiert haben. Das heißt, es kann im Prinzip der Krauss Maffei-Panzer exportiert werden, egal wohin. Der kommt zwar von der deutschen Rüstungsschmiede, aber da waren halt über 80% ausländische Teile drin, ne? Und deswegen kann dann keiner was dagegen machen. Anderes Beispiel will ich noch ganz schnell erzählen dazu, wo mir fast die Hutschnur geplatzt ist, als ich gehört habe, das größte Problem bei den Rüstungsexporten sind gar nicht unbedingt die Waffen selbst, sondern Lizenzen, die man verkauft hat, zum Beispiel an Saudi-Arabien, und die man nicht widerrufen kann. Man hat an Saudi-Arabien die Lizenz verkauft, das G36 Sturmgewehr selbst herzustellen. Die Araber haben da weitaus mehr Vertrauen offenbar in diese Waffe als Deutschen. Und dann haben die Deutschen aber gesagt, okay, aber den Lizenz für die Herstellung der Munition, die verkaufen wir euch nicht. So, da ist Saudi-Arabien einfach nach Südafrika gegangen, weil es dort eine Firma Diehne, glaube ich, gibt, die wiederum die Lizenz besaß, von den Deutschen gekauft, die Munition herzustellen. Und dann haben die Südafrikaner den Saudis einfach die Lizenz erteilt, diese Munition auch selbst herzustellen. Also hat jetzt Saudi-Arabien in unbegrenzter Menge die Fähigkeit, Waffen und Munition aus Deutschland selbst herzustellen, mit Mitteln, die sich dieses Land relativ billig überall in Afrika besorgen kann. Und diese Entwicklung geht jetzt schon Jahrzehnte. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine Lösung von heute auf morgen hinkriegen in dieser Frage, oder? Es gibt noch ein weiteres Beispiel. Rheinmetall hat ja in Sardinien eine Lizenzfabrik aufgebaut. Und als nachgewiesen worden ist, dass Bomben von Rheinmetall auch im Jemen eingesetzt werden und unschuldige zivile Opfer getötet haben, hieß es dann von seitens der Bundesregierung, das geht uns nichts an. Das ist im Ausland. Weil das ist Italien ist dafür verantwortlich. Ja? Und das ist natürlich ein schönes Spiel, wo man sich den schwarzen Peter hin und her schieben kann. Aber ansonsten beruft man sich immer auf gemeinsames europäisches Recht und so weiter. Naja, das gibt es ja. Es gibt unsere europäischen Werte. So wie du gesagt hast oder zitiert hast, dass die EU also gemeinsame Werte entwickeln, für die Rüstungsexportpolitik entwickeln will. Aber diese gemeinsamen Werte, die gibt es ja.
Bereits schon seit dem Jahr 2008 ist der gemeinsame Standpunkt für Sicherheits- und Außenpolitik, also GASP abgekürzt, 2008, 908, glaube ich, das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dort gibt es 8 Kriterien, wo die EU-Staaten sich 2008 selbst festgelegt haben, an welche Länder Drittstaaten, also nicht NATO-Staaten oder NATO-ähnlich gesetzte Staaten, beliefert werden können. Und da ist zum Beispiel die Einhaltung der Menschenrechte, dass die Rüstungsexporte nicht gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden dürfen, dass die Stabilität und Sicherheit der Region nicht gefährdet werden kann und so weiter und so fort. So. Und wenn man sich allein diese Rechtsgrundlage vornimmt, dürfte weder Frankreich noch Großbritannien noch Deutschland noch die Niederlande, Spanien, Italien und so weiter irgendeine Patrone oder Gramm Schwarzpulver an ein beteiligtes Land der saudischen Kriegskoalition liefern. Und wenn wir das mal auf Deutschland beziehen, und das gilt für alle anderen Länder auch, ich glaube, Artikel 13 ist das internationale Strafgesetzbuch. Dort ist formuliert, was ein Angriffskrieg ist. Ja, also wer ein anderes Land die politische Stabilität gefährdet oder dort einmarschiert oder Krieg führt, dann ist das unter Strafe zu stellen und es verjährt nicht und ist bis mit lebenslänglicher Haft zu bestrafen. Und demgegenüber stelle ich Artikel 6, das ist Kriegswaffenkontrollgesetz von der Bundesrepublik Deutschland. Dort steht eindringlich drin, dass Rüstungsgüter nicht an Länder verkauft werden dürfen, die an völkerrechtswidrigen Angriffskriegen beteiligt sind. Und wir haben zu Eingang gehört, dass Saudi-Arabien, Marokko, Katar und so weiter alle einen völkerrechtswidrigen Krieg, auch die Vereinigten Arabischen Emirate, gegen den Jemen führen. Also schon aus der eigenen Rechtsgrundlage heraus macht sich die Bundesregierung, der Bundesunsicherheitsrat, das ist in der Regel die Bundeskanzlerin, das Kanzleramt, das ist Finanzministerium, Innenministerium und Kriegsministerium. Das sind die entscheidenden Stellen, die darüber entscheiden, an welche Länder überhaupt Rüstungsexporte in Drittländer genehmigt werden. Und dann gibt es noch, und das habe ich mal mitgebracht, eine Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Oktober 2018. Und ich zitiere am besten mal, das ist die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage im Jemen 2018-2853. Ich zitiere, am 3.10.2018 verurteilen die Abgeordneten des Europäischen Parlaments die Angriffe auf Zivilisten, einschließlich Kinder, im Jemen durch Saudi-Arabien und kriegsbeteiligte Länder. Darüber hinaus formuliert das Europäische Parlament unter Berufung auf die Regeln des gemeinsamen Standpunktes 2008, 944, so heißt das GASP, dass die EU-Länder davon absehen sollen, Waffen an alle Parteien des jemenitischen Bürgerkriegs zu verkaufen, um die größte humanitäre Krise der Welt im Jemen zu lindern. Soweit also die schönen Worte, ja. Das ist doch eindeutig. Und wer mal auf die Landkarte schaut, wie seit 1990 die Europäische Union an Ländern gewachsen ist, 27 Mitgliedstaaten, und jedes einzelne Mitgliedstaat der Europäischen Union, das Rüstungsgüter an Saudi-Arabien beteiligten Kriegsländer liefert, verstößt gegen ihre eigene Gesetzgebung. Und das alles unter dem Namen, so wie du vorhin schon gesagt hast, unter unseren Werten, Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Und da kann man sich dann nur fragen, wie ernst kann man solche politischen Entscheiderinnen und Entscheider überhaupt noch nehmen? Genau darum soll es gehen in einem, jetzt lüften wir das Geheimnis, in einer großen Konferenz zum Thema Jemen, die dieses Jahr noch stattfinden soll. Erzähl mal, worum geht's genau? Wann findet das statt? Wo findet das statt? Wie kann man teilnehmen? Genau, also teilnehmen kann jeder, solange noch genügend Plätze dann vorhanden sind. Wir haben in Berlin, im Haus Neues Deutschland, einen Seminarraum geordert, wo 100 Personen, Gäste Platz finden werden. Platz ist also begrenzt. Ja, genau. Man muss sich schon anmelden, ne? Genau, es wird also auch eine Internetseite geben dazu, wo man sich also registrieren kann, anmelden kann. Natürlich in Deutschland unter den entsprechenden Prämissen des Datenschutzes. Wir brauchen die Anmeldung, um zu wissen, wie viele haben sich denn bereits angemeldet. Dann geht es darum natürlich, wie man
wie viel Pötte Kaffee man dann also organisieren und bestellen muss für die Pausenzeiten. Das ist, findet statt am 14. Dezember 2019 von 14 bis 18 Uhr. Wie gesagt, im Haus Neues Deutschland, Franz Mehring, Platz 1, Seminarraum 1. Und es sind spannende Themen. Unter anderem hat als Redner auch zugesagt Jakob Neumann, das ist ein freier Journalist und Gründer der Plattform des Online-Magazins Justice Now, der auch mit uns, so wie du schon zu Gast bei den UN als Redner dabei war zum Thema Gesundheitssituation im Jemen. Er wird diesmal das Thema Rüstungsexporte aufgreifen. Wir freuen uns, wenn es zeitlich klappt, dass du dann mit dabei wirst und zwar das Thema nochmal aufgreifst oder die Drohnenoperationen, die US-Drohnenkampagne und natürlich auch die Klage von Jemeniten nach Deutschland, was oder wo Jemeniten Deutschland verklagt haben, was da der aktuelle Stand der Dinge ist. Es werden interessante Gesprächspartner und Redner als Jemeniten mit dabei sein, ganz klar. Aber so viel will ich jetzt noch gar nicht verraten. Es wird eine spannende Jemen-Konferenz, Berliner Jemen-Konferenz 2019 sein. 2018 und 2017 fand auch in Berlin schon jeweils eine Konferenz statt. Und wir sind natürlich froh und dankbar, wenn Sie kommen, um sich dann aufgrund dieser Konferenz ein ganz eigenes Bild über den Konflikt, über den Krieg im Jemen zu machen, weil das, was uns Fernsehen BRD 1 und BRD 2 liefert, entspricht ganz dezidiert nicht den Geschehenen und den, was da im Jemen wirklich passiert und was nicht passiert. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, die Teilnahme ist kostenlos, ja, habe ich gehört. Auch nicht ganz einfach für so einen kleinen Verein, das zu finanzieren. Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, wie sich Stop the War in Jemen überhaupt finanziert, wie das alles möglich ist, die ganze Aufklärungsarbeit, die du da leistest? Ja, um nochmal kurz auf die Konferenz zu kommen, es wird auch die Wanderausstellung, die mobile Wanderausstellung, der Jemenkrieg 2018 dabei sein. Das ist beidseitig begehbare Ausstellung, die etwa 10 Meter lang ist und mit vielfältigen Informationen bestückt ist über die einzelnen Monate, was so die Kriegsverbrechen sind, woran eben auch die Bundesregierung beteiligt ist. Die Friedensinitiative Stop the War in Jemen habe ich im Februar 2017 gegründet, mit dem Ziel, entsprechend dem Versagen unserer Mainstream-Medien, die ja eigentlich ihrem politischen Auftrag nachkommen sollten, der vollumfänglichen Information und Bildungsauftrag, der dann auch noch durch Gebühren finanziert, Zwangsgebühren finanziert wird. Und eben dieses Manko aufzuholen oder auszugleichen, ist das Ziel der Friedensinitiative Stop the War in Jemen, in Deutschland die Menschen thematisch mitzunehmen, genau das zu berichten, über das zu berichten, was eben unsere Leitmedien nicht berichten. Auch unsere Abgeordneten auf kommunaler Ebene, auf landespolitischer Ebene, auf Bundestagsebene zu informieren, weil jedes Mitglied, das ein Parteibuch der SPD, CDU oder CSU trägt und sein eigen nennt und in ihren Ortsverbänden oder auf Landesebene oder Bundestagsebene also nicht die Beteiligung Deutschlands und Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen kritisiert, macht sich moralisch mindestens mitschuldig an dem Tod Tausender von unschuldigen Jemeniten und vielleicht Millionen von Hungertoten im Jemen. Das ist Sinn und Zweck der Sache des Friedensinitiative Stop the War in Jemen. Und finanziert wird das Projekt ausschließlich durch Spenden, durch freiwillige Spenden, wobei der größte, allergrößte Teil der Spenden natürlich an Hilfsprojekte direkt vor Ort geht. Ich arbeite mit verschiedenen Organisationen in Sanaa, in Taiz und Hodeida zusammen. Und genau, und dann gibt es noch eine große Spendenaktion bei dieser Konferenz, wo wir einen gewissen Spendenbetrag an zwei Organisationen, die auch im Jemen sind, überreichen wollen. Zu der Höhe sage ich erstmal noch nichts, aber diese Spenden sind eingebracht worden durch Kartenverkäufe vom Friedensfestival Pax Terra Musica 2019. Dort gab es eine Umfrage bei Besuchern vor der Veranstaltung, welche Projekte denn
finanziell gefördert werden können, wenn denn von den Einnahmen aus dem Friedensfestival Pax Terra Musica etwas übrig bleibt. Und das ist dieses Jahr passiert und da wurde eben die Friedensinitiative Stop the War in Jemen ausgesucht und bei dieser Berliner Jemen-Konferenz 2019 wollen wir da also zwei Schecks überreichen. Okay. Also die Spendenaktion bedeutet nicht, dass die Leute, die dann kommen, spenden müssen, sondern sie können gleichwohl natürlich spenden, ja. Aber in erster Linie werden die Spenden, die da schon zusammengekommen sind, an die Projekte im Jemen direkt ausgezahlt. Ja. Eine wunderbare Sache, wie ich finde, ist eigentlich der Verein gemeinnützig? Ich bin kein Verein, ich bin eine reine Initiative, okay. Aber die Vereine, mit denen ich zusammenarbeite, die sind gemeinnützig, ja. Okay, also das sind sozusagen deutsche Privatspenden oder Spenden von Vereinen von Pax Terra Musica. Zum Beispiel vielen Dank an die Kollegen. Wir sind also natürlich bei der Konferenz dann auch dabei und werden einen kleinen Schwerpunkt darüber bilden, thematisch in den Wochen und Monaten danach werden wir dabei sein. Sag vielleicht noch mal einen kurzen Ausblick fürs nächste Jahr. Gibt es da schon Ideen für weitere Aktionen oder politische Vorhaben, Unterschriften, Listen, irgendwas? Genau, also am 26. März 2020 jährt hier der Beginn des Jemenkrieges wieder. Am 28. März, das ist dann ein Samstag, findet eine große Protestkundgebung anlässlich dieses Jahrestages statt. Und zwar in Berlin auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, direkt vor der Botschaft der USA. Und da haben sich angesagt, unter anderem als Gastredner schon Rainer Braun, hatte ich vorhin schon erwähnt, Mitbegründer der Stopp-Rammstein-Kampagne. Sind weitere Redner angefragt, was ich aber schon versprechen darf, es wird ein Freilandtheater geben, wo Friedensaktivisten sich ein Theaterstück ausgesucht haben und was dann vor der US-Botschaft dort präsentiert wird. Und da sind natürlich alle Interessierte eingeladen, herzlich eingeladen und natürlich auch die Jemen-Community, die also in Deutschland lebt und arbeitet und hier zumindest ein sicheres Leben führen können, sind natürlich auch herzlich eingeladen. Und ich hoffe, dass wir zu den etwa 100, 150 Teilnehmern vom letzten Jahr diesmal vielleicht auf 500 Besucher, Gäste ansteigen werden. Und vielleicht erreichen wir auch die 1000-Marke, dass wir ein ganz lautes und friedliches, aber nicht überhörbaren Ruf des Friedens und zur Beendigung des Jemenkrieges an unseren selbsternannten Besatzer Deutschlands, Mr. Grinnell, unseren US-Botschafter, der da also in diesem Haus sitzt, richten können. Also wir sind im Prinzip schon am Ende unserer Sendung. Ich muss nur noch mal, ohne jetzt ein großes Fass noch mal aufmachen zu wollen, aber mal fragen, weil es mich echt interessiert, wie kriegt man denn eine Genehmigung für eine Demonstration vor der US-Botschaft? Beim Polizeipräsidium meldet man das an. Aber es wird ja nicht immer genehmigt oder? Also die ist nicht direkt davor, oder? Ich war letztes doch. Also wir haben ja, ich habe ja letztes Jahr als Veranstalter fungiert, habe also die Protestkundgebung zum Jahrestag organisiert selber. Ich habe dann einfach nur das Formular ausgedruckt, an den Polizeipräsidenten, an die entsprechende Stelle gefaxt. Und dann gab es noch ein paar Rückfragen und dann wurde das genehmigt. Das war genau auf dem Pariser Platz zwischen der US-Botschaft und der französischen Botschaft. Und jetzt ist es so, dass ja jeden Mittwoch ab 19 Uhr auf dem Pariser Platz und eben unmittelbar direkt vor der US-Botschaft Candles for Assange stattfindet. Das ist von 19 bis 21 Uhr. Protestkundgebung, die für die Freiheit von Julian Assange, Chelsea Manning und Edward Snowden protestieren. Der Gründer Patrick Bratac, der Gründer von Candle for Assange Berlin, ist auch als Redner dann im März eingeladen. Und das funktioniert wunderbar. Wir haben wunderbare, großartige, laute, deutliche Protestkundgebungen daran stattfinden lassen. Und aus meiner Erfahrung heraus aus den letzten Jahren, auch wenn ich die ganzen Sondermahnwachen zu verschiedenen Themen
auf dem Paraiser Platz gemeinsam mit den Mahnwachen mit den Berliner Mahnwachen für den Ersten Weltfrieden dran denke, ob das zu Kaschmir, zu Palästina war, ob das zu Jugoslawien, Ukraine etc. war. Die Polizisten, die also als Ordnungshüter dort auftreten, haben eine wunderbare, sehr tolle Erfahrung gemacht. Die sind sehr kooperativ, sind sehr verständnisvoll, sind sehr engagiert auch, dass diese Kundgebungen, was ja unser aller Recht ist, auf die Straße zu gehen und unsere Meinung zu äußern, dass das also alles friedlich abläuft. Wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bin schon sehr neugierig, wie das wird mit der Konferenz. Ich auch. Für euch zu Hause unter www.krieg-im-jemen.de findet ihr alle Informationen zu der Konferenz. Es sind noch nicht alle Informationen drauf, aber schon einige, und es kommen weitere dazu. Schaut mal rein, die Jemen-Konferenz könnte sich wirklich lohnen, weil Informationen dabei sind, die wir definitiv in den Mainstream-Medien nicht erfahren und noch nicht einmal hier bei Nuviso, weil wir selber sie alle noch nicht kennen. Es sind, wie gesagt, Experten dabei. Auf der Webseite findet ihr auch alle möglichen aktuellen Artikel über die Lage im Jemen, über die Frage, wo man helfend zur Tat schreiten kann, sei es mit Sachspenden, Geldspenden oder moralische Unterstützung oder Übersetzungsleistungen, auch gern gefragt. Schreibt uns eure Kommentare unter dieses Video. Wir möchten gern wissen, was ihr zu diesem Thema denkt. Und Anmeldungen nimmt Matthias auch auf der Webseite, die wir hier unten eingeblendet hatten, entgegen. Vielen Dank, das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an Sie, Zuschauer.